Prophet de la Musique zum kalendarischen Sommeranfang weltweit und erstmals auch in Pößneck. Das populäre Fest, das seinen Ursprung in Frankreich hat, ist mittlerweile auch in Thüringen ein fester Bestandteil im Kulturprogramm einiger Städte. Musiker Alexander Post lernte das Fest in Frankreich kennen und organisierte es erstmals auch in Pößneck. Der Aufruf kam und spontan haben sich dann verschiedene Musiker gemeldet, die gerne hier sich produzieren wollen. Auch die zwei Kinder, die vorhin gespielt haben, die haben wir kennengelernt mit der Musik in Döbritz im Bad. Quer durch die Innenstadt zog sich das Festgebiet, wo Solisten, Chöre und Bands ihr Können zeigten. Alexander Post ist überrascht. Also ich kenne die Stadt Pößneck Freitag, wenn ich hier durchlaufe. Und wenn ich die heute angucke, überwältigt. Stop, ist alles super, die Menschen sind fröhlich. Das schöne Sommerwetter lockte viele hundert Gäste in die Innenstadt. Sie nutzten die gastronomischen Möglichkeiten und hatten die Kultur gleich nebenan. Also ich finde es ganz toll, dass in Pößneck so etwas bewegt wird, dass wir auch daran teilnehmen können. Na super! Wunderbar, eine sehr gute Idee. Ja. Super. Na wunderbar. Vor allen Dingen, es kommen die Leute. Ja, sehr gut. Wir freuen uns sehr, dass was los ist in der Stadt. Bleibt die Frage, nach diesem gelungenen Start, wird es da eine Neuauflage im nächsten Jahr geben? Also bei der Resonanz heute bestimmt. Das lassen wir mal einfach so stehen und freuen uns aufs nächste Mal.